Liebe Hühnerinnen und Hühner, die Schutzmaske wird in der nächsten Zeit zu unserem ständigen Begleiter. Natürlich hat sich persönlich auch gerne anders. Wenn wir im Alltag jetzt aber vermehrt die Maske tragen, schützen wir uns und vor allem auch unsere Mitmenschen. Wir schützen ganz besonders die Risikogruppen und ältere Personen. Wir helfen so aber auch mit, die Ansteckungskette zu unterbrechen. Und das ist im jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig. Wir müssen gemeinsam verhindern, dass das Pflegepersonal im Kantonsspital Uri in unseren Urner Altersheim nicht noch mehr an Grenzen stossen tut. Es muss unser Ziel sein, die Überlast in den Spitälern und den zweiten Lockdown zu verhindern. Wie erreichen wir das? Am Mittwoch hat der Bundesrat verschiedene Massnahmen beschlossen, um das Covid-Virus zu bekämpfen. Die Urner Regierung begrüßt den Entscheid und dort der vom Bundesrat die Massnahmen ertragen. Geschätzte Urnerinnen und Urner, die Lage ist ernst. Halten Sie Abstand und befolgen Sie die Hygieneregeln. Am Arbeitsplatz, wenn immer möglich, vom Arbeitgeber erlaubt, gehen Sie ins Homeoffice. Befolgen Sie das Schutzkonzept am Arbeitsplatz, im Restaurant und an Veranstaltungen. Nach dem Lockdown im Frühling und dem sehr schönen Sommer haben wir alle zusammen gedacht, wir seien über den Berg. Leider ist das mit dem Coronavirus aber nicht so und der ist relativ hartnäckig. Wir Urnerinnen und Urner sind bekannt für unser Durchhaltevermögen. Wir geben nicht so schnell auf und halten durch. Im Frühling ist es uns gelungen, den Virus einzudämmen. Wir haben viel dazu gelernt in dieser Zeit. Darum bin ich fest überzeugt, dass wir es an dem Mal werden schaffen. Im Namen der Urner Regierung bitte ich Sie, schützen Sie sich und andere Personen so gut es geht. Je grösser unsere Disziplin in den nächsten Wochen ist, desto schneller können wir die derzeitigen Einschränkungen wieder lockern. Im Namen des Regierungsrats, aber auch ganz persönlich als Gesundheitsdirektor, danke ich Ihnen, liebe Urnerinnen und Urner, ganz herzlich für Ihre Unterstützung und vor allem auch für das Durchhalten. Bleiben Sie gesund!